So, da unten stehen die Halunken. Ich glaube, besser wird's nicht. Das liegt anscheinend am Spiel. Ich habe nochmal FPS überprüft und alles. Also diese kleinen beim Laufen, diese Ruckler, ich weiß nicht. Also ich krieg's jedenfalls nicht raus. Nichtsdestotrotz. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Ja. Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Weil ich der Schlaue bin. Ich bin der Schlaue. Was willst du, Junge? Ich bin der Schlaue und muss dich weglocken. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr. Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Ja. Dann geh mal hin. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribock ab! Für König und Vaterland! König Fatsch. Und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich! Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Oh. Arschloch! Das Voll wirst du mir büßen! Na dann komm mal her. Komm mal ran auf den Meter. Geh und räche dich. Ja. Oh. Du wirst... Jebat! Verdammte Scheiße! Oh. Okay, einer schon mal drin. Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg! Jetzt reicht's mir aber! Himmel! Wir machen lieber auch die Fliege. Der Büttel ist auf dem Weg, wo rennt denn hier hin? Büttel ist auf dem Weg. Was
Wonach suchst du? Hallo. Ja, das reicht. Schön, dass du da bist. Bloß ein paar Kleinigkeiten. Das reicht. Das Wechselgeld. Gut. Die ran da hinten lang. Grüß dich, Heinrich. Wo rennen die denn hin? Okay. An der Stelle machen wir nachher weiter. Er ist weg. Blöder Deutschling. Das war knapp. Ha! Fast wäre ich wegen diesem deutschen Pisser gefasst worden. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich denke mal in der nächsten Folge. Oder auch gleich jetzt im Anschluss. Mal sehen. Bis dahin, ciao. So, da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, das ist jetzt behoben. Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Er ist weg. Blöder Deutschling. Das war knapp. Ha! Fast wäre ich wegen diesem deutschen Pisser gefasst worden. Oh. Diesen Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. So. Okay. Und ist das da? Ah, Kunisch. Gott sei mit dir, Kunisch. Was willst du? Kohle. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Ich wusste, du würdest Ärger machen. Vater meinte, er würde dir die Nägel in deinen haarigen Arsch hämmern, wenn du nicht zahlst. Das will ich sehen. Scher dich zum Teufel, sonst kann dein alter Herr seine Nägel aus dir rauspulen. Rede kommst? Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Wenn ich was hätte, würde ich dir geben. Aber ich hab nix. Also lasst mich in Ruhe, ihr alle! Okay. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich schon mal war, aber die Aufnahme falsch, also, ja, nicht wirklich hingehauen hat. Eigentlich kloppen wir uns jetzt mit denen. Dann bin ich hintergegangen zu den Kumpels. Ein erster Vater. Er hat mir von dem Geld geholt. Und der Vater wollte das da regeln. Dann bin ich zu den Kumpels. Dann haben wir den verkloppt. Und dann haben wir alles gekriegt. So, den kann ich jetzt nicht anlabern. Jetzt gucken wir mal beim Vater. Oh, es läuft wunderbar flüssig jetzt. Trotz Aufnahme. Also am Rechner liegt es nicht. Das ist einfach die Platte. Die kommt nicht hinterher. So. Erzählen wir mal, was mit Kunisch war. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ich war bei Kunisch, doch er weigerte sich zu zahlen und drohte mir. Ich hätte es wissen müssen. Ich kläre das am Abend. Jetzt habe ich dafür keine Zeit.
Aber ohne Kuneschs Geld kann ich die Sachen nicht kaufen, die du wolltest. Hier ist Geld für die Holzkohle und das Bier. Ich hole es mir heute Abend von dem Bastard zurück. Alles klar. Ja, normal hätten wir jetzt noch die Axt vom Kunisch und so weiter. Das haben wir ja jetzt nicht. Aber... Da ist eine Kiste. Tja, wir haben halt keinen Dietrich. Ja, wir nehmen einfach mal die Axt mit. Wie lief's beim Deutschen? Das ganze Haus ist voller Scheiße. Ja, das wissen wir schon. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschen... Ah, cool. So, dem Deutschen haben wir es gezeigt. Wir können ihn jetzt doch noch verkloppen. Noch eine Abreibung? Ha! Bin dabei. Kuhne schuldet meinem Vater Geld, aber er will nicht zahlen. Also muss ich es aus ihm rausschütteln. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Kuhne! Schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Da kommt er. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, Alter. Die Axt hat er noch nicht mitgekriegt, dass wir die schon haben. Oh. 4 gegen 1 ist schon ein bisschen fies, ne? Naja, gut, aber genug, wir müssen nichts sagen. Genug! Ich geb auf! Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Yeah, wir haben den Schlüssel. Okay. Und da haben wir noch Hammer, Nagel. Mit den Nägeln will ich jetzt mal nicht spoilern, weil da kommen wir später nochmal drauf zu. Okay, sonst hat er hier nichts. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Da, jetzt kaufen wir die Kohle. Glück und Gesundheit. Lass uns mal handeln. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Oh, 3 Fünfer. Einverstanden? Mehr.
Oh, das ist schon ganz wütend. Ich glaube 4-4 ist ein guter Preis. Das Symbol und ist anscheinend, wie wütend dann der Händler wird. Na gut, einverstanden. So. Kohlehammer. Schön, dich zu sehen. Bier fehlt noch. Das Bier. Habt ihr so einen Hammer? Sonstiges? Nee. Alles muss hier alle drin sein, ne? Nee, dann nicht. Was hast du Schönes? Grüß dich! Oh, und du? Gott sei mit dir. Der hat auch Holzkohle. Okay, es bringt uns alles nichts, das ist eher alles zu teuer. Der hat so Kräuter, alles klar. Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Handlanger. Ich bin beschäftigt. Meine Liebe, gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Ja, das Bier. Das Bier führt mich hierher. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Ja, wie für ein Vater. Deutsche redet Bockmist. Der Deutsche schwingt wieder Reden. Ach, fang nicht mit dem an. Er ist ein guter Kunde, aber wenn es um Politik geht, ist er unerträglich. Wie oft ich ihn und die anderen schon rauswerfen musste, damit sie sich hier nicht prügeln. Nun, er ist heute außergewöhnlich gut in Form. Okay, jetzt brauchen wir noch das Bier. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, ein kaltes. Oder zwei oder drei. Aber natürlich. Genau, beim ersten Mal, wo ich das alles abgegeben habe beim Vater, war es so, dass das Bier dann schon warm war. Dann musste ich wieder runter. Noch eins holen. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen.
Ausgeschlossen. Mhm. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Baniak? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk, Retterschnaps. Ha, du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Heinrich, schön, dass du da bist. Pass etwas besser auf. So. Ich glaube, wir haben alles, ja. Was ich bloß nicht verstehe, da unten ist das Dorf und unser Haus ist Nadeburg. Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Zweimal gelobt? Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Genau. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Nein.
dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Ja, und da wollte ich nicht spoilern, weil vorhin haben wir die Nägel aufgesammelt, unten beim Kunisch, und die haben wir jetzt schon. Wir holen sie trotzdem, falls wir sie nochmal brauchen könnten. Hier. Verband nehmen wir auch mit. Das reicht. Geh und hol diese verdammten Nägel. Hab ich doch schon. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Was lungerst du hier? Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Yeah.
du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich, kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Oh, das klingt nicht gut. Gar nicht gut. Zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Gott sei Dank! Mach, dass du reinkommst! Wir müssen die Tore schließen! Bewegt euch, Leute! Na los! Pass für mich darauf auf! Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen!
Sind zu viele und wir können nichts machen. Mach schon, Heinrich, du kannst es immer noch schaffen. Wir können nur zurück. Schnapp dir ein Pferd und reite nach Teilberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Lauf den Bogram runter, den Weg entlang. Spring von der Mauer und verschwinde von hier. Sind einfach zu viel. Wir müssen gehen. Und die anderen warnen.